Also für gewöhnlich nutzen wir diese Gartensäcke jetzt nicht hier, um mit ihnen zu hüpfen, auch wenn sie ziemlich groß sind und sich dafür auch eignen. Hier auf der Farm werden diese Gartensäcke dafür verwendet, um das organische Material zusammenzusammeln. Und die werden hier ganz einfach ja, selbst hergestellt mit ja, Säcken für Pflanzerde zum Beispiel oder die Säcke für das Futter von den Hunden. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, ja, wie man sich ganz einfach selber Gartensäcke herstellen kann. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie gesagt, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie man ganz einfach sich große Gartensäcke herstellen kann. In Deutschland zum Beispiel habe ich mir auch so 200 Liter Gartensäcke gekauft vom Discounter. 4 Stück, die habe ich die ganze Zeit bei meiner Permakultur benutzt, um das ganze organische Material zum Mulchen zum Beispiel anzuschaffen. Und hier auf der Farm habe ich dann einfach mal gesehen, wie die Leute hier ganz einfach selbst ihre Säcke für das organische Material herstellen. Ist recht einfach, weil hier auch sehr viel, ja, die Farm ist halt groß und hier werden sehr viele organische Materialien zusammengesammelt, zusammengerecht und da braucht man einfach diese Säcke. Und für gewöhnlich werden solche Säcke hier verwendet und das sind meistens so Pflanzerde, Futter oder ja auch organischer Dünger wird hier gelagert oder in diesen Säcken abgepackt und das findet man hier in Costa Rica zuhauf und solche Stoffbeutel habe ich zum Beispiel auch bei meiner Anzuchterde von der Bezugsquelle, wo ich meine Erde beziehe. Die schicken das auch in solchen Stoffsäcke und es ist eigentlich relativ einfach, diese Säcke ja, zu vergrößern. Man schneidet einfach hier an der Naht, schneidet man die Säcke auf mit einer Schere, nimmt einen zweiten Sack, macht das gleiche mit dem und näht die dann einfach zusammen, entweder mit der Maschine oder mit der Hand halt. Und da muss man einfach schauen, ob man das selber machen kann oder zum Beispiel meine Mutter kann nähen, hat eine Nähmaschine und wenn man halt jemanden kennt, der das für einen machen kann, dann kann man sich hier ganz schön viele Säcke machen. Und wenn man das dann halt hier macht, dann hat man hier zum Beispiel so einen schönen großen Sack. Und ja, da passt einiges an organisches Material rein. Es ist auch viel einfacher, ja, das organische Material auch reinzumachen. In so einem kleinen Sack, da geht auch die Hälfte mal daneben, wenn man so einen Haufen gemacht hat und den Haufen dann rein tun möchte in den Sack. Zumal man für gewöhnlich für so einen kleineren Sack auch eventuell Hilfe benötigt, damit einer das offen hält. Und bei so einem großen Sack ist es jetzt nicht unbedingt der Fall, zumal auch hier viel mehr Platz oder viel mehr organisches Material reinpasst und das ist auch viel einfacher zu tragen. Also dann nehme ich lieber 3 große Säcke anstatt 6 kleine Säcke. Diese 3 großen Säcke kannst du mit einer Schubkarre oder mit einem Lastenfahrrad oder einem Anhänger viel einfacher transportieren als so 6 kleine Säcke und mit so einem Sack kann man auch viel leichter die Bäume mulchen, wie ich finde. Und ich finde es wirklich klasse, dass ich hier das gelernt habe. Das werde ich auch zu Hause weiter anwenden und ja, es freut mich einfach, euch das ja, sozusagen ein bisschen zu zeigen, wie man hier jetzt Upcycling machen kann. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, somit ihr da kein neues Video von mir verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.